Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Zu Gast habe ich... Mich! Hallo, ich bin der Tana. Ihr müsstet mich vielleicht schon aus anderen Videos kennen. Ich war schon ein paar Mal dabei, auch wenn es in Jahresabständen ist. Aber zwischendurch sieht man mich auch auf diesem Kanal. Genau, ich verlinke mal die Videos, wo er auch dabei war. Und genau, ich dachte mir so, Tana, lass uns mal ein Video zu Ayu Ting Ting gucken. Er ist nämlich ein riesen Bollywood-Fan und er kennt halt Ayu Ting Ting nicht. Kein bisschen. Sie ist eine Indoneserin, hat 46 Millionen Follower auf Instagram und singt echt oft zu Bollywood-Liedern. Aha. Und ich finde die echt gut. Deswegen wollte ich es dir mal zeigen. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken, wie du sie finden wirst. Genau, wir schauen uns das Lied Ram Chahelila an. Von welchem Film war das nochmal? Ram Leela, ne? Genau. Hast du angeschaut? Natürlich. Wie findest du es? Also, Sanjay Leela Bhansali macht echt krasse, gute Filme und damit ist schon alles gesagt. Ja, geil. Also, bin gespannt, wie sie hier singen wird. Ich auch. Vor allem jemand aus Indonesien zu hören, dass er Bollywood singt, ist schon cool. Also, ja, selten, ne? Stimmt. Fangen wir an. Von ja. Ich das? Ja, es ist so Lalido. Doch? Ja. Ich bin ein bisschen drauf. Diese epische Lied eigentlich, ja. Video auf. Also ich habe mit meiner Schwester damals immer Dance Battle zu dem Lied gemacht. Immer! Ehrlich! Ich weiß gar nicht mehr, wer ich war, ob ich Aschwarya oder Masri war. Das hätte ich so gerne gesehen. Ja, hör mal. Alles gegeben. Jetzt kommt wahrscheinlich Ayu Ting Ting. Haben sie schön gemacht, so mit der Bühne. Oh. Auch was sie anhat, total schön. Auch diese Kopfschmuck, was sie da tragen. Stille. Okay. Nice, langsam. Sie hat so eine auch tiefe, raue Stimme. Denkst du, sie hat so einen Akzent oder so? Ja, auf jeden Fall. Es ist schon schwierig, so in anderen Sprachen zu singen. Also wenn ich auf anderen Sprachen singe, dann singe ich ja nur das, was ich höre. So. Ja. Ich könnte nur mitsummen. Ich kenne den Text nicht. Ich kann die komplett immer. Ganz Fanboys. Hallo. Auch süß, dass sie da so Tänzer dabei hat. Ja, aber ich hab mir was anderes erwartet, muss ich echt sagen. Also die Stimme im Hintergrund ist so schief, ne? Ey, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ne? Aber Alter. Man soll ja ehrlich sein, ne? Ja. Let me
so hübsch. Ja, Alter. Total, mega. Porzellanhaut, ehrlich. Ja, stimmt. Was war? Der hat das in echt im Original performt. War das nicht Priyanka, ne? Ja. Gänsehaut, ehrlich. Ich wünschte, ich könnte so gießen, so indisch singen. Oder so. Hör die Musik jeden Tag, meine Katze dann auch. Ja, so mit den alten kann ich das, mit den alten Liedern so. Ja, ich auch, also. Das war Ayu Ting Ting. Sie hat auch eigene Lieder. Okay. Sie singt, ihre eigenen Lieder sind eher so in deren bisschen Volksmusikmäßig von Indonesisch. Aber sie hat auch ein Lied mit einem Türken gemacht. Ah. Und auf Türkisch auch gesungen. Und das war echt auch schön. Ja, und ab und zu covert sie auch so Bollywood-Lieder. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, und Zander, was ist deine Meinung zu Ayu Ting Ting? Also, die hat auf jeden Fall eine krasse Stimme. Das ist auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Ja. Was würdest du dir wünschen? Welches Lied sollte sie noch covern? Was hast du so dein Lieblingslied? Boah, ich überlege. So richtig bekannt. So richtig bekannt. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ehrlich, also... Schreibt gerne mal eine Liste, was die noch so gecovert hat. Genau. Weil wir haben schon Duma Chale und Adil Hemush. Muschikel abgecheckt. Würde mich sehr interessieren, was die noch so gecovert hat. Also würde mich. Also schreibt es gerne in den Kommentaren. Ansonsten war ein schönes Lied. Also das Lied ist ja eh schön und schön gesungen. War interessant zu sehen. Genau. Danke, dass du dabei warst und es mit mir angeguckt hast. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Stay safe, stay healthy und dann bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao.